Ich darf Sie alle ganz herzlich hier an diesem Nachmittag in unserem neuen Rosengarten begrüßen. Rosengarten, dieses Thema beschäftigt uns als Verwaltung seit über 5 Jahren. Bereits 2007 haben wir begonnen, uns mit der Sanierung dieses Rosengartens zu beschäftigen. Nicht nur in den Stadtratssitzungen war die Umgestaltung immer wieder ein Thema, auch bei der Elsteraner Bevölkerung. Die Notwendigkeit wurde grundsätzlich eingesehen und natürlich wurde die Förderung durch die EU begrüßt. Kontroversen gab es und gibt es bei den Details der Umgestaltung und bei den nachfolgenden Pflegekosten. Wir haben darüber berichtet. Auch die Belastung für die Anwohner und die Pensionen im näheren Umfeld sorgte für Unmut. Sie mussten manche Behinderung manchen Tag mit viel Lärm und Staub in Kauf nehmen. Bei Ihnen bedankte sich Bürgermeister Christoph Lehmich in seiner Rede ganz besonders. Der Rosengarten ist seit Monaten ein Thema in Bad Elster. Und wir haben festgestellt, dass die Bauarbeiten und die gärtnerischen Arbeiten von den Gästen und Einwohnern ganz genau beobachtet werden. So sorgte die angekündigte Wiedereröffnung am 27. September für große Resonanz bei Einheimischen und Co-Gästen. Doch viele waren überrascht und machten sich lauthals Luft. Leider nicht vor der Kamera. Der Grundtenor, da ist doch nicht einmal die Hälfte fertig. Tatsächlich war ein Teil des Rosengartens noch von Zäunen und Absperrbändern umgeben. Der modernere Teil des Rosengartens mit der Pergola wird in der nächsten Woche fertig werden. Wir werden dort noch entsprechende Bänke anordnen. Es werden auch Beleuchtungen mit eingebaut. Stellt sich die Frage, wäre es dann nicht besser gewesen, noch eine Woche zu warten? Ja, es ist natürlich schwierig, wenn man im Kurzentrum von Bad Elster der Öffentlichkeit und der Einwohnerschaft ein so großes Gelände wie den Rosengarten vorenthält. Wir haben ja im April die Bauzäune aufgestellt und ich habe gesagt, wenn wir baumäßig so weit sind, dass wir die Leute auf die Wege lassen können, dann müssen wir unbedingt öffnen, weil das versteht keiner. Wenn wir sagen, ihr müsst aber noch bis Ende Oktober warten, weil dann die Rosen und die Furmbäumchen drin sind. Deshalb haben wir gesagt, wir machen das jetzt, damit die Leute hier wieder flanieren können. Doch manchen Besucher erschien auch der für die Einweihung vorgesehene Teil als noch nicht fertig. Aber Sie dürfen sicher sein, an jeder Stelle, wo Sie jetzt einen Stab sehen, wird Ende Oktober eine Rose stehen. Das heißt, wir werden über 200 Rosen hier in dem großen Rundbeet noch einpflanzen und jeweils 40 Rosen in den Längsbeeten, die sich hier anschließen. Jeder, der einen Garten hat, wird wissen, dass bestimmte Pflanzen zu bestimmten Zeiten in die Erde gebracht werden müssen und dass es oft Jahre dauert, bis ein Plan sprichwörtlich aufgeht. Die Anzahl der bereits jetzt gesetzten Pflanzen ist enorm. Wir haben im Moment etwa 2500 Pflanzen schon im Boden und 280, 300 kommen noch dazu, sodass wir bei dann 2800 Pflanzen sind. Wenn diese sich entwickeln, so wie die Rosen auch, dann wird der Park auch wieder das sein, was er einmal war. Ich denke, mit dem Rosengarten bekommt Bad Elster einen wichtigen, alten, neuen Mosaikstein. Und ich freue mich, dass wir diese Leistungen hier in Bad Elster erbringen konnten. Gemeinsam mit dem ersten Bürgermeister von Asch, Peter Plaschek, machte sich dann Bürgermeister Christoph Lehmich daran, den Rosengarten zu verschönern. Wollen wir uns mit 2 Eschen noch oder wollen wir alle wegnehmen und alle neu pflanzen? Das ist dann immer so diese Gewissensentscheidung, die dann auch in der Bevölkerung natürlich dann kontrovers diskutiert werden. Landschaftsarchitekt Thomas Steinmann beantwortete noch Detailfragen zu den Pflanzen. 450.000 Euro kostet der Umbau des Parks. Er wurde so angelegt, wie es der Gartenbauinspektor Paul Schindel vor 130 Jahren vorsah. Einiges wurde aber aus Kostengründen abgeändert. Wenn er im nächsten Jahr erblüht, werden wohl die ganzen Diskussionen darum vergessen sein. Und die Kurgäste und auch die Elsteraner werden sich am Rosengarten erfreuen.